Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Satter's Factory. Ja, am Samstag im Livestream, da war richtig was los, hat mir richtig gefallen. Ein paar Zuschauer waren dabei, haben mir Tipps und Tricks gezeigt vom Spiel und ja, das hat so richtig Spaß gemacht, also finde ich zumindest. Genau, hier war ich unter anderem auch. Also, ich bin hier bei der Computerfabrik, wer so nicht erkannt hat. Und hier habe ich meine Feldfabrik, die ja eigentlich immer die ganzen Ressourcen für mich produziert hat, denn ich wollte nicht immer zurückfahren zur Basis und da das Zeug holen. Und ja, jetzt bin ich halt hier. Und hier unten, der Teil ist fertig. Der Bahnhof ist da. Linie 7, Ruhrölbahnhof 2, dann hier oben, halt hier, Linie 7, Ruhrölbahnhof 1, das ist klar, weil das ist der Startbahnhof, von hier fährt der Zug weg, fährt hier hin und ja, eigentlich wäre es egal gewesen, aber egal, es passt dazu. Jetzt muss ich erstmal hier alles wieder abreißen, denn ich bin hier fertig und brauche das erstmal nicht mehr. Okay, leeres Lager, kann sowieso weg. Erstmal schauen, ob hier irgendwas drin ist. Bisschen was, ja, können wir gebrauchen. Aber hier der ganze Beton. Nehmen wir alles mit. Schmeißen wir alles hier ins Lager oder in den Lagercontainer des Zuges rein. Kann ich hier den Bahnhof habe ich auch errichtet. Beton. Oh. Okay. Jetzt kommt eine kleine was dazu. Genau, hier in die Konstruktor oder Konstrukteure ist ja auch noch Beton drin. Ja, Inventar ist gleich wieder voll. Dann kann das theoretisch alles weg, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe eigentlich alles. Genau, alles ist offline, alles. Es wird nichts mehr hier produziert. Kann man nicht alles hier abreißen. Vielleicht geht es alles auf einmal. Sekunde. Mal schauen. So, haben wir 17 Sachen markiert. Ich kann ja bis 50 Sachen oder 50 Anlagen oder Segmente oder wie man es nennen will, kann ich markieren. So, die drei machen wir noch, das da, das halt, das da noch. Und schon ist alles weg. Sehr schön, halt, hier der Lagercontainer noch. So, was haben wir jetzt hier noch? Oh. Ja, die würde ich ungern wegschmeißen. Tun wir das mal schnell weg, dann nehmen wir den mit. Eieiei. Ja, okay, kann man doch einiges gebrauchen, würde ich mal sagen. Also, alles mal, was ich nicht mehr brauche oder erstmal nicht brauche. Ja, kann man hier reinlegen. Diese Eisenstange. Hier die Energiefragmente, kann ich da reinlegen. Das passt schon soweit. Die Kupferbleche. Ne, die brauche ich auf jeden Fall. Die zwei kann man rausnehmen. Die brauchen wir nicht mehr. Hier das Zeug kann man wegtun. Ja, dann ist schon wieder Platz. So schnell geht's. Dann haben wir hier nochmal. Hey, ist ja Wahnsinn, was hier alles drin ist. Und wenn wir das mal löschen, brauchen wir nicht mehr. Hier diese Eisenbarren. Hier nochmal Erz. Geht's noch? Hier ist noch mehr Erz. Das kann weg. Das kann weg. Und Rest. Ja, ne, die zwei löschen wir auch noch schon weg. Dann habe ich alles, oder? Ne, hier ist noch eine Kiste. Hoffentlich ist da nicht so viel drin. Nein, achso, Kabel. Die Kabel brauche ich aber unbedingt. Die Kabel brauche ich auf jeden Fall. Die werde ich ungern jetzt wegschmeißen. Da habe ich immer zu wenig von den Kabeln oder Kabel. Die Metallplatten. Ja. Jetzt holen wir das mal raus. 9 Tickets habe ich noch. 9. Ich hatte ursprünglich gleich mal 40 oder so, aber habe eigentlich alles, oder so gut wie alles, habe ich bei dem Raffineriepark verwendet. Generell schmeißen wir weg. So viel brauchen wir jetzt dann doch wieder nicht. Ist hier sonst irgendwas übrig oder nicht? Kurz mal hier rumschauen, aber ich glaube nicht, dass hier noch was übrig ist. Ne, schaut gut aus, schaut sehr gut aus. Dann könnte ich ja hier die zwei verbinden. Macht zwar keinen Sinn, weil hier die Pferdebänder noch nicht angeschlossen sind.
Soll ich die anschließen oder nicht? Ja, zum Beispiel anschließen. Dann ist hier geschlossen. Hier kann eh noch nichts produziert werden, oder? Ja, das passt dann so, genau. Nehmen wir das noch dazu. Genau, geht ihr alle schon mal rein in die Anlagen. Ich habe schon mal angefangen zu produzieren. Ach, sehr schön. Hat falsche Tasche. Unten wird der Katheriumdraht produziert. Oder Katheriumbarren. Genau, und hier wird das so dementsprechend aufgeteilt. Alle Anlagen springen an, oder? Nee. Warum will die nicht? Ah, jetzt kommt die auch dazu. Eisenerz war schon ein bisschen was da. Ja, bisschen was, ja, ist gut. Ja, genau, jetzt kommt hier oben das Zeug an. Kupfererz kommt auch dazu. Sehr schön, so gefällt mir das. Was mir noch mehr gefallen würde, wäre, wenn ich jetzt noch mehr Treibstoff hätte. Halt. Das 98 sind schon gebraucht worden. Was? So schnell geht das? So, Inventar ein bisschen sortieren. Ja, die 5 kann man theoretisch. Die 10 tun wir weg. Nehmen wir mal den Sprit raus. Ich weiß, ihr braucht eigentlich der Schlepper. Eigentlich. Aber der Schlepper, der kommt eh gleich wieder, oder? Wo ist der? Schlepper, Schlepper, Schlepper. Achso, der ist gerade unterwegs. Der fährt gerade weg. Passt schon. Sehr gut, sehr gut. Ich hätte auch das Zeug aus dem Bahnhof rausnehmen können, aber so werden wenigstens die Förderbänder ein bisschen beschäftigt. Genau, alles sehr angeschlossen. Hier muss ich nichts mehr machen. Sehr gut, sehr gut. Und ja, Inventar, wie man sieht, ist voll. Das wichtigste Item, was ich jetzt noch brauche, Beton. hier ist noch Platz. Ja, die ganze Kabel. Ein bisschen Kabelzeug raus. Machen wir hier mal voll. Halt, die 5 kann man raus tun. Die brauchen wir auch nicht unbedingt. Hier die 10 kann man halt. Geht nicht. Die 10 haben wir gesagt. Und jetzt brauche ich die Kupferbleche auf jeden Fall mehr. Viel, viel mehr, aber. Schaut nicht so gut aus. Jawohl, ja, vielleicht könnten die reichen. Vielleicht. Nehmen wir da noch ein bisschen was mit. Und Eisenstange. Halt, Waggon, gibt es keinen mehr. Eisenstange haben wir hier. So, wie viele? Also 173? Nein. Passt so. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde man sagen, läuft es hier schon mal. Sehr gut. Wird rein gefördert. Da vorne wird dann Turbodraht produziert. Beziehungsweise steht alles. Ja, das passt dann so. Das passt dann so. Ja, gut, dann würde man sagen, mache ich hier einen kleinen Cut. Und sehen wir uns gleich wieder, wenn. Halt, der Schlepper ist gerade vorbeigefahren. Wenn ich hier oben angekommen bin, bei dem Bahnhof der Linie 7, denn da habe ich aufgehört mit dem Livestream und werde auf jeden Fall jetzt weitermachen. Also ein kurzer Cut und bis gleich. So, das ist mein Bahnhof, den ich im Livestream noch errichtet habe. Hinter dem Bahnhof sieht man jetzt schlechter hier in dem Bereich, das eine Ölpumpe. Eine normale und zwei reine Ölquellen sind da hinten. Das von der Menge her, würde ich mal sagen, passt es ganz gut, denn ich brauche 930 Öl. Die muss ich dann hier zum Bahnhof herleiten, dementsprechend aufteilen. Und ja, ich denke, das wird auch irgendwie funktionieren. Genau. Was natürlich auch ein Thema ist, ja. Ist der Anschluss der Gleise. Das würde ich jetzt gerne machen. Im Livestream habe ich ja schon mal bis hierher gebaut. Bis hierher
muss ich die Gleise, beziehungsweise von da drüben gehen die Gleise dann hierher und dann in einer Kurve darüber zu dem Zug da, der wo da steht. Und dann Stromleitung muss ich auch dann irgendwie nochmal überarbeiten, denn der Zug muss irgendwie unter der Stromleitung ja durchfahren. Also nicht durch die Stromleitung fahren, sondern unten durch, meine ich. Genau, also Gleise auswählen. Mal schauen, ob das reicht. Aber ich glaube nicht, dass es reicht, oder? Von hier. Einmal nach da. Kurz mal schauen, wie es aussieht. Ja, das ist eine schöne, lange, sehr, sehr lange Kurve wäre das. Aber wenn ich jetzt hier noch eins nach rechts gehe, dann bin ich hier... Ja, bin ich ziemlich gerade. Das wäre sogar fast lieber. Wäre es ein ganz gerades Stück. Oder ich könnte auch den Bahnhof hier in den Berg reinbauen. Das wäre eine Option, aber dann muss ich die Pipelines da vorne noch länger machen. Noch viel, viel länger. Und der Zug, der muss ja auch irgendwie oder irgendwo auch umdrehen. Aber hier am Berg rein, das ist vom Platz her, ich weiß nicht, ob das geht. Können wir kurz mal schauen, wenn ich jetzt hier Beobachtungsturm aufstelle. Halt, wo ist die Leiter? Die Leiter ist hier. Ja, geht schon mal nicht. Okay, von der Höhe her, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich probiere es einfach mal, wenn ich jetzt hier so eine Cargo Station habe. Halt, das geht ja gar nicht. Ich muss ja hier einen Bahnhof errichten. Ja, Bahnhof würde hier reinpassen, von der Höhe. Wenn ich den Bahnhof jetzt hier drauf baue. Sekunde. Einfach mal pauschal da so her. Gehe ich mal hier über die Leiter nach oben. Ja, nee. Das ist ein bisschen zu groß. Ja, okay, da draußen. Wenn da draußen steht, das passt schon so. Das ist kein Problem. Muss ich dementsprechend noch Stütze unten drunter machen. Oder ich schiebe noch ein bisschen näher ran, denn hier der Platz, der ist ja wirklich groß genug. Und wenn die Leitung der Ölpumpen hier zum Bahnhof etwas länger sind, das macht ja glaube ich nichts, oder? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, der Zug fährt hier rein, fährt vorne wieder raus, fährt dann so eine Linkskurve und hier dann vorbei und dann wieder hier auf das normale Gleis. So, schauen wir nochmal nach oben. Ein paar Meter nach oben klettern. Ja, da kann man ruhig noch ein bisschen näher ranrutschen. Dass zumindest ein Teil von dieser Plattform hier über diesen dunklen Felsen ist. Ja, das werden wir schnell offscreen machen, würde ich sagen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann geht es an das finale Gleise verlegen. So, 10 Minuten später sieht das Ganze nun so aus. Der Bahnhof ist jetzt viel weiter hier am oder im Berg und gefällt mir auch viel besser, wie wenn er so frei irgendwo steht. Und ja, mal schauen, ob das jetzt hier mit den Gleisen auch so funktioniert. Aber es müsste eigentlich funktionieren von der Distanz her. Ja, sehr schön, sehr schön. Machen wir hier gleich mal die richtige Foundation. Die fette hier genauso. Zack, und die kann weg. Dann haben wir hier einmal das Gleis von da nach, wo gehen wir hin, bis daher, würde ich mal sagen. Kerzengerade, sehr schön, sehr schön. Hä, wird der Bug der komische? Ich kann hier nicht weiterlaufen, hier das Gleis weitergeht. Aber hier das Gleis hört theoretisch, also optisch hier auf, aber wenn ich es weitergehe, stehe ich immer noch auf dem Gleis. Immer noch. Sehr gut. Und deswegen, wenn ich jetzt hier irgendwie was abreißen will, hier in dem Bereich, sieht man, ich reiße das Gleis ab. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, kann machen. Muss man aber nicht. So. Machen wir hier mal weiter. Ich muss ja letztendlich dann das Gleis auch da vorne anschließen, da wo der Zug jetzt drauf steht. Möglichst groß sollte der Kurvenradius schon sein, würde ich mal sagen. Damit der Zug auch
wie soll ich sagen, ja, möglichst schnell herumfahren kann. Das heißt, bin ich auf der rechten Seite. Genau, wenn wir es hierher gehen. Ah, das ist ja cool, wenn es irgendwie sehen könnte von einer anderen Perspektive. So, gehen wir da bis zum Zug, dann. Ja, geht auch nicht. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Was? Jetzt bin ich hier durchs Gleis gefallen. Sehr gut. So, jetzt aber, genau. Also, wo komme ich da an? Ungefähr da bei den Steinen, würde ich sagen, oder? Wenn ich täusche, ungefähr bei den Steinen. Genau, gehen wir ungefähr zu den Steinen hin. Dann habe ich nämlich ungefähr den Radius. Den Radius, den ich hier brauche. Würde man sagen. Nein, nicht so. Wir sind zu hoch, glaube ich, oder? Na, daher so in etwa. Es könnte ungefähr diese Höhe sein, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Am besten ziehe ich mir einfach das da. Einfach mal daher. Dann sehe ich ja, hoppla, ich bin zu tief. Bisschen zu tief, macht nichts. Foundation, hier eine 1 Meter Foundation oben drauf. Ja, nee, so auch nicht. Das machen wir anders. Kann ich von hier bis da? Das würde gehen. Das würde gehen von der Länge. Und wenn ich von da oben jetzt. Ungültiges Ziel, ich weiß, ich weiß. Nein. Komm. Jetzt, genau. Wie lange kann ich das Gleis machen? Ist zu lang? Nee. Ja, ist natürlich wieder zu lange. Aber wie weit geht es maximal? Also hier, das wäre eine gute Kurve, würde ich sagen. Also ungefähr auch bis zu diesem Stein. Wenn ich jetzt von... Ja, das ist blöd. Von da bis da, dann von da bis da. Also einen Rutsch durch, das wär's. Oder ich mache da vorne dieses Gleis mal ein bisschen länger. Jetzt ist der Speicherfluss da, super. Dass ich quasi nur mit einer Unterbrechung hier durchkomme, das wär's. So, kurz warten. Genau, Speicherfluss ist wieder weg. Wenn wir das hier einfach ein bisschen verlängern, ein bisschen, ja, ein Stückchen gerade machen, würde ich mal sagen, gehen wir ungefähr bis hierher, oder? Gehen bis daher, dann probieren wir es nochmal. Schaffe das in einen Rutsch jetzt durch bis zu diesem Stein da hinten. Also in der Geraden wird es wahrscheinlich gehen. In der Geraden geht's, okay, in der Geraden geht's, aber in der Kurve wird es dann wahrscheinlich, schätze ich mal, auch gehen. Oder ich gehe auf Nummer sicher und gebe es daher. Dann machen wir hier nochmal unten drunter was. Genau, dann kann man das wieder alles abreißen. Genau, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Dann machen wir hier wieder diese Stütze hin. Standardmäßig. Meine Stütze. Genau, dann kann man dieses oder diese zwei Gleise. Hier das innere Gleis. Also das rechte Gleis. Das ist eh kürzer. Gehen bis daher, das passt dann so. Das geht dann bis daher. Und jetzt kann ich auch den Bauzug ein bisschen weiter vorfahren. Da steht hinten nicht mehr auf der Weiche drauf. Stört auch nicht mehr den weiteren Zugbetrieb. Okay, wäre egal. Wäre völlig egal. Passt dann soweit. Sehr gut. So. Dann muss ich scheinbar irgendwie. Das kann ich alles weg, theoretisch. Theoretisch kann es alles weg. Aber ich muss hier einigermaßen die richtige Höhe erwischen. Wenn ich jetzt hier nochmal 1 Meter, nee, 2 Meter Foundation oben drauf mache, ja, könnte reichen. Jetzt mache ich hier nochmal so eine Rampe oben drauf. Okay, 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 okay. Und jetzt gehen wir hier rauf. Ja, sieht man gleich, dass der Kurvenradius nicht passt. Aber wenn ich von da.
Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Ein bisschen länger ziehe bis daher und von da jetzt. Daher sieht man gleich. Nee. Das passt so nicht. Und Problemslösung. Das Ganze hier weiter nach rechts setzen. Bisschen Platz haben wir ja noch. Beziehungsweise müsste weiter hier rauf. Und die zwei mal weg. Dann probieren wir es nochmal. Hier wird ein Snap-Punkt gefunden. Sehr gut. Hoppala, Sekunde, nicht runterfallen. Jetzt habe ich hier keine Kurve, weil es wieder zu weit ist. Aber wenn ich jetzt von hier rüber gehe, sieht man ganz genau, dass die Kurve ja, nicht schlecht wäre. Müsste ich hier irgendwie herkommen. Und von da jetzt da vorne anstöpseln. Na komm. Geht das nicht? Ach komm, gibt's doch nicht, oder? Jetzt, genau. Und jetzt sieht man das eine durchgehende Kurve. Ein schöner, großer, langer Bogen. Hier die Ausfahrt oder den Ausläufer, nenne ich es mal, schaut eigentlich nicht schlecht aus. Hier der Schlussteil, der gefällt mir noch nicht ganz. Muss mit der Foundation, mit der Schräge noch ein bisschen weiter runter. Ja, nicht ganz einfach. Weil man sieht, hier ist so ein komischer Bogen dran. Das gefällt mir nicht ganz. Und wenn ich das Ganze ein bisschen in die Länge ziehe, also quasi diese Schräge, diese Rampe, ein bisschen weiter hier rüber bekomme. Vielleicht immer eine halbe Foundation Breite. Oder halbe Foundation Länge, genau. Dann würde es wahrscheinlich hier hinten auch besser aussehen. Ich würde mal sagen, ich mache hier nochmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache das mal schnell offscreen und ja, mach das mal schnell, ganz schnell schön, dass es hier anständig aussieht. Ja, aus der Perspektive sieht man diese Steigung, diesen Buckel, oder wie man es so nennen will, sieht man noch besser. Ja, wie gesagt, also bis gleich. So, ich habe das Ganze jetzt ungefähr noch drei, nee, sogar viermal umgebaut. Und ja, besser wird es leider nicht. Aber ich denke, das kann man so lassen. Sieht ja ganz gut aus. Vom Kurvenradius her. Ja. Also ich würde es jetzt so lassen. Bloß aufpassen, dass der Zug jetzt hier nicht entladen wird. Denn dann hätte ich ein kleines Problem, weil wir alles, was in den Containern drin ist, hier im Bahnhof. Nee, beziehungsweise es geht ja gar nicht. Es geht ja gar nicht. Weil das sind ja keine Flüssigkeitstanks. Ja, das lasse ich so, das lasse ich so. Ja, cool, gefällt mir. Wieder was geschafft. Wieder ein paar Meter geschafft. Es kommt hier das zweite Gleis noch dazu für die Rückfahrt. Eigentlich kann ich eins verwenden, aber ich mache es immer alles doppelt. Sag ich ungefähr bis. Wenn ich es kürzer mache, wenn ich bis daher gehe, dann wird der Kurvenradius auch wieder anders da. Muss ich bis daher gehen? Ja, es geht schlecht. Ja, so geht's nicht, so geht's nicht, so geht's nicht. Muss da vorne irgendwas hinbauen, dass ich da überhaupt irgendwie hier dann links am Bahnhof vorbeikomme. Ich habe schon eine Idee, wie ich das mache. Und zwar
Bitte warten, bitte warten, bitte warten. Nur schnell zwei Foundations hin. Dann hier in der Mitte ein Gleis hinsetzen. Von da bis. Bis da ungefähr. Oder wie weit sind wir jetzt hier gegangen? Bis daher. Und von da bis da. Genau, könnt das wieder abreißen, brauchen wir nicht mehr. Das kann weg. Genau, und das ist hier parallel. Was sowas von. Ich hätte den Stoß doch weit oben hin machen müssen. Ja, egal, da werde ich offscreen noch ein bisschen rumspielen. Sonst wäre ich dann gar nicht mehr fertig. Genauso hinten mit der 180-Grad-Kurve, dass der Zug, wenn er hier durchgefahren oder hier abgeladen, nee, hier aufgeladen hat, dass er wieder hier ankommt, das werde ich auch offscreen machen. Und ja, hier die Stromleitung, das habe ich auch schon offscreen gemacht. Und ja, dann würde ich mal sagen, war es für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao.